auf, wir gucken uns jetzt gemeinsam das Video von Tomri an. Okay, let's go. Meine Mama hat in der Schule noch Schreibmaschinen schreiben gelernt. Hört sich komisch an, oder? Genauso komisch könnte es sich irgendwann mal für meine Kinder anhören, dass ich im Informatikunterricht das Schreiben an einer Tastatur gelernt habe. Denn im Schnitt schafft man damit nur 60 Wörter pro Minute, während uns Gehirn-Computerschnittstellen, wie zum Beispiel der Gehirnchip, den Neuralink entwickelt, uns theoretisch an die Grenzen von dem bringen könnten, was unser Gehirn verarbeiten kann. Ich war tatsächlich geschockt von nur 60 Wörter pro Minute, weil ich habe das erste Mal gemacht, ja, dieses auf der 10 Fast Fingers Seite und hatte irgendwie instant irgendwas um 90 Wörter pro Minute, also quasi 50% mehr als der angebliche Durchschnitt. 800 Wörter pro Minute. Bis es soweit ist und ich mich zu so einem Quatsch überreden lassen werde, ist es allerdings noch eine ganze Weile hin, in der wir wahrscheinlich alle eine ganze Menge Zeit sparen könnten, wenn wir jetzt schon mit einer Tastatur doppelt so schnell tippen könnten. Außerdem ist es auch einfach saucool, schnell tippen zu können und es ist immerhin viel schneller als Morsecode mit schäbigen 5 Wörtern pro Minute. Und genau das versuche ich diese Woche. Also nicht Morsecode, aber 10 Fingersystem lernen und herausfinden, wie viel schneller ich dadurch tippen lerne. Dieses Video wird unterstützt von Blinkist. Ich würde mal vorschlagen, wir finden erstmal raus, womit wir es bei mir überhaupt zu tun haben. Wie schnell schreibt jemand, der die letzten 13 Jahre seines Lebens den ganzen Tag vorm PC saß? Leertaste startet das Diktat. Oh mein Gott, Diktat, da kommen jetzt die Flashbacks. Okay, okay, die normale Bewertung für Wörter pro Minute errechnet sich aus den Anschlägen pro Minute durch 5. Ah, das heißt, ich habe hier 406 Anschläge pro Minute, geteilt durch 5 ist das 81,2 Wörter pro Minute. Das ist eigentlich schon not bad für einen Anfänger. Also mit 81 Wörtern pro Minute ist aber auch nicht schlecht, ne? Muss man ganz klar sagen. Mit 81 Wörtern pro Minute ist es nicht übel. Normal sind wohl mit dem 10-Fingersystem bei geübten Anwendern zwischen 200 und 300 Anschlägen in der Minute. Ich habe jetzt 400 gemacht. Wikipedia sagt ja, die Schreibleistung eines durchschnittlichen 10-Fingerschreibers liegt zwischen 200 und 400 Anschlägen je Minute. Ich bin schon knapp über 400 Anschlägen und damit 80 Wörtern pro Minute. Und das ohne 10-Fingerschreiben, einfach weil ich den ganzen Tag vor dem PC sitze. Was mich jetzt aber wirklich interessieren würde, ist, wie viel Luft nach oben da noch ist, wenn ich wirklich 10-Fingersystem könnte. Dafür analysiere ich jetzt erstmal Zeitlupenaufnahmen meiner Performance. Ich weiß gar nicht, ob 10-Finger-Schreibsystem wirklich so viel effektiver ist, ne? Also jetzt mal ehrlich, wann hast du eigentlich 10-Finger-Tippen gelernt? Ich habe 10-Finger-Tippen nicht gelernt. Ich tippe irgendwie... 10-Finger-Suchsystem. Ich tippe so, wie ich es für richtig halte irgendwie. Keine Ahnung. Aber nicht 10... Also ich habe nie 10-Finger-System gelernt. Habt ihr das in der Schule gelernt? 10-Finger-System? Gibt's ja so Schulen, die das anbieten, ne? Ich mache die Gaming-Schreibmethode. Immer schön WASD. Ja. So sieht das Ganze normal aus und so langsam wird es dann in Zeitlupe. Also man sieht ja direkt, dass ich einige Finger regelmäßig benutze, aber bei der rechten Hand, zum Beispiel bei diesem Ä jetzt, benutze ich meinen Mittelfinger, obwohl ich dafür eigentlich schon meinen kleinen Finger benutzen hätte sollen. Sorgt dann hier dafür, dass ich beim Komma hier einen roten Fehler mache und ist generell, wie man vor allem jetzt hier aus dieser Perspektive sieht, extrem ineffizient, weil ich einfach viel länger brauche, um zu überlegen und zu sehen, welchen nächsten Knopf ich jetzt drücken muss. Ja, hier, man's gut gesehen. Das heißt, ich benutze beim Schreiben nur 7 Finger so richtig und nicht 10. Shoutout übrigens an meinen blauen Mittelfinger. Ach so, weil der Chat das jetzt sagt, einfach übertakten. Ich schreibe natürlich nur so schnell, weil ich meine Finger mit RGB übertaktet habe, ne? Ja, ich mache parallel noch ein Experiment, bei dem ich Malerei lerne und Ölfarbe ist echt hartnäckig. Ebenso hartnäckig sind meine mittelmäßigen Tippgewohnheiten, die sich über Jahre hinweg gefestigt haben. Aber ich probiere jetzt einmal mal einen Text mit 10-Fingersystem zu schreiben. Die beiden Zeigefinger kommen auf F und J. Oh, das hört man auch übrigens diese ganz kleinen Nupsis hier. Okay. Wie so häufig im Leben ist es natürlich am besten, wenn man von klein auf eine Sache direkt richtig lernt. Denn bevor ich mit dieser Art zu schreiben schneller werde, werde ich erstmal viel langsamer als normal. Unter 10 Wörter pro Minute statt über 80. Was? Ein großes B? Das ist übrigens so ein bisschen das Problem. Wenn ihr 10-Fingerschreiben nie wirklich gelernt habt, müsst ihr euch diese Feinmotorik nach und nach irgendwie aneignen. Ne? Das ist schwieriger, als mit seinem gewohnten Stil zu schreiben. Weil das ist genauso wie Gitarre spielen. Ja? Also da überhaupt mal die Bünde richtig zu finden, ist relativ schwer. Und so ist ja 10-Fingerschreiben auch. Damn.
Zum Glück gibt's dafür Software, die einem genau beibringt, wo jeder einzelne Finger wirklich hingehört. Wie man hier sieht, sollten die beiden kleinen Finger, die ich aktuell noch so gut wie gar nicht benutze, im Optimalfall nämlich die größte Fläche der Tastatur abdecken, während sich die Ringfinger nur um jeweils 4 Tasten kümmern müssen. Schreibtraining starten, jetzt mal erstmal nur AL. Finde ich auch schwierig, wenn die kleinen Finger so extrem viel machen müssen, weil die kleinen Finger sind ja meistens die, die man am wenigsten trainiert hat. Stellt man auch immer wieder fest, wenn man Gitarre spielt, die Finger sind relativ schwach, also die kleinen Finger. S, D, F, J, K, L und Ö. Nein. Jölö. So die Basics zu lernen, das ist schon eine starke Methode, glaube ich, um das schnell, effizient sich einzuprägen. Boah, der Text bewegt sich die ganze Zeit nach links und wenn er dann aufhört, sich zu bewegen, dann ist es mega die optische Täuschung. Wow, ich glaube, ich drehe durch. Hätte ich ja auch gesagt, Junge, mach erst mal die Basics, ne? Erst mal die Basics machen. Das ist wild. Macht Spaß, finde ich cool. Boah, das ist echt clean. Das ist ein cleanes System. Auch eine interessante Frage im Chat. Schaust du beim Schreiben auf deine Tastatur oder mehr auf den Monitor? Ich schaue tatsächlich mehr auf den Monitor. Ich schreibe mehr oder weniger blind, weil ich vom Gefühl her auch immer weiß, wo die Tasten liegen. Für die richtige Tastatur, fürs richtige Layout, ne? Am Ende des ersten Tages bin ich bei Lektion 9, einem sogenannten intelligenten Diktat. Mit so extrem intelligenten Sätzen wie der Jogger joggt oder ja. Zwischenstand 124 Anschläge bzw. 25 Wörter pro Minute. Wir haben jetzt Tag 2 und mein Training beginnt jetzt gleich, nachdem ich das Intro für eines meiner nächsten Videos geskriptet habe. Und ich bin durch das 10-Finger-System direkt viel produktiver geworden. Weiter geht's mit dem Training. Ich hoffe, genau das meine ich. Ne? Vorher hatte er einen bestimmten Schreibstil und jetzt nutzt er das 10-Finger-System und muss sich halt komplett umgewöhnen und ist damit natürlich deutlich langsamer. Das ist also ganz normal. Das zieht jetzt an, weil sonst kommt bei meiner lowen Tippgeschwindigkeit nur noch einmal im Monat ein Video. Der Grund, warum ich beim Texte schreiben, also E-Mails und so weiter, nicht einfach meine alte, schnelle Technik verwende, ist, dass ich dadurch meine alten Muster aufrechterhalten würde, während ich mir neue aneigne. Ähnlich verlockend wäre es natürlich im Spanischsprachurlaub auf das für einen selbst viel leichtere Englisch zurückzugreifen, was seinen Fortschritt allerdings ordentlich ausbremsen würde. Ey, es fühlt sich richtig merkwürdig an, mit dem kleinen Finger diese Tasten zu drücken. Also das ist echt, als würde mir da die Kraft irgendwie fehlen. Aber ich merke, wie ich richtig schnell lerne. Also es fühlt sich an, als würde ich direkt unter meinen Fingerspitzen neue Nervenzellen bilden. Vielleicht soll ich eine Pause machen. Zwischenstand. Was tatsächlich passiert in diesem Moment ist, dass im Prinzip ja eine Art, ich kann das jetzt nicht biologisch erklären, aber es werden eine Art neue Nervenbahnen hergestellt, die im Prinzip diese immer wieder repetitive, wiederkehrende Bewegung, ja, aufnehmen und automatisieren. Irgendwann denkt man nicht mehr drüber nach. Es kommt so ein Punkt, das ist auch beim, wenn ihr ein Instrument spielt so, ihr denkt sehr stark drüber nach, wie mache ich den Griff oder wie greife ich jetzt das? Die Synapsen verbinden sich neu, danke Nordic LP. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo das gar nicht mehr passiert. Muscle Memory, wie beim Bodybuilding. Ich glaube, beim Bodybuilding ist nochmal was anderes. Weil das ist ja im Prinzip ein Aufbauprozess, aber Muscle Memory wie beim Gaming beispielsweise, dass du also nicht mehr darüber nachdenkst, wie weit muss ich meine Maus jetzt bewegen, um im Crosshair genau da und da zu sein, sondern du machst es einfach. 199 Anschläge, beziehungsweise 40 Wörter pro Minute. Ich bin auch mega weit entfernt, aber jetzt heißt es durchbeißen. Mir ist aufgefallen, dass ich beim Abtippen diese spannenden Texte, wie zum Beispiel die Spinne von Christian Fürchtegott Gellert aus Goddamn 1946, ja, dass diese Texte echt beim Lesen durchs eine Auge rein und durchs andere direkt wieder rausgehen. Das heißt, ich baller jetzt neben dem Training einfach Hörbücher oder Musik. Wie beim Autofahren oder Fahrradfahren. Ja, ungefähr so kann man sich das auch überlegen. Das ist vergleichbar, ne? Zwischenstand. 310 Anschläge bzw. 62 Wörter pro Minute an Tag 3. Tag 4 zieht vorbei wie in Trance. 357 Anschläge pro Minute. Tag 5.
Über diese Woche hinweg wird jedes einzelne Wort und jede einzelne Bewegung beim Tippen umtrainiert. Ich bin dabei tatsächlich schneller, wenn ich aufhöre, versuche, mit dem Kopf nachzudenken, was ich drücken muss, sondern einfach mache. Man kann sich und seiner Muscle Memory dabei förmlich beim Lernen zusehen. An Tag 5 habe ich aber scheinbar ein Plateau erreicht, bei mittlerweile 362 Anschlägen pro Minute, also nur noch 12% entfernt von dem, was ich mit meiner alten Technik erreicht habe. Dadurch merke ich im Alltag, dass ich Ja, ich denke, das ist auch ganz normal. Das ist wie bei allem, ob man jetzt ein Instrument lernt oder hier jetzt, wie in dem Fall, 10-Finger-Schreibsystem. Irgendwann erreicht man so ein Plateau. Also irgendwann sind nur noch kleine Fortschritte bemerkbar. Das ist mit allem, was man anfängt. Ne? Ich meine jetzt, als ich mit Counter-Strike angefangen habe, habe ich am Anfang riesen Schritte gemacht und es geht dann natürlich immer langsamer und langsamer. Automatisch auch außerhalb des Trainings beim richtigen System bleibe, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass es mich stark bremst. Aber mein Ziel erreicht habe ich damit noch nicht. Na, 397 Anschläge pro Minute. Oh Mann, so close. Ah, ich habe so einen Krampf. Oh. Da übrigens richtig confident über Jahre, und ich meine jetzt wirklich über viele Jahre hinweg, viel zu schreiben, das braucht sehr viel Übung. Das braucht richtig viel Übung, weil er hat sich jetzt natürlich auch über sehr viele Jahre seinen alten Schreibstil angewohnt, ne, den man so intuitiv macht. Genauso wie ich das habe. Ich werde auch kein 10-Finger-Schreibsystem lernen. Habe ich gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Es kommt aber auch auf die Tastatur an. Bedingt ja, aber die Unterschiede zwischen den Switches sind oftmals so klein, dass es darauf nicht unbedingt großartig ankommt. User entered your channel. Okay, 471 ist schon echt nicht übel. Ist schon wirklich nicht schlecht. Baby! Ha! Oh, damn! I am speed, Alter. Ich würde jetzt eigentlich sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil oft ist es so am Ende von Experimenten, ich habe keinen Bock mehr, wenn ich es dann irgendwann mal geschafft habe, aber ich habe voll Bock. Warum ich jetzt plötzlich in dem Wald bin, weiß ich auch nicht. Einer hat jetzt geschrieben, bei Speed-Switches passieren auch leichter Fehler. Absolut richtig. Die haben eine geringe Travel-Distance. Das bedeutet letztendlich, wenn ihr die Tasten nur leicht runterdrückt, dann habt ihr schon ein Signal, was entsprechend auslöst und an den PC weitergeleitet wird. Und dann kann es sein, dass sich mehr Fehler einschleichen. Ja, das ist so. Vor allem, wenn ihr auch mal zwischendurch irgendwie ein bisschen ungenauer tippt. Ne? Manchmal ist man ja so zwischen zwei Tasten und will eigentlich die eine drücken, aber nimmt die andere noch leicht mit. Auf jeden Fall kann ich jetzt deutlich schneller schreiben. Ich meine, ich hätte auch besser geschrieben mit der alten Technik, wenn ich einmal ein bisschen mehr geübt hätte, so wie ich es ja getan habe. Allerdings habe ich jetzt viel, viel, viel mehr Luft nach oben mit dieser Technik. Und ja, ich schreibe privat sowieso nicht groß und klein. Ich schreibe einfach alles klein und dann bin ich nochmal ein gutes Stück schneller. Und das ist schon mal cool. Das ist ein echt geiler neuer Skill. Da war ich schnell drin. Nur eine Woche. Ich glaube auch nicht, dass ich das nochmal verlerne. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich habe vor allem Schnelltippen in der Schule auch komplett gehasst. Und das ist schon geil. Ich konnte mich in einer Woche ordentlich verbessern. Drastisch verändern wird sich die Geschwindigkeit, mit der Menschen mit Computern interagieren. Aber erst, wenn es Gehirnimplantate für sowas gibt. Also zum Beispiel das, woran Elon Musks Firma Neuralink derzeit arbeitet. Guck mal, ja, Royal Penpen hat noch was Wichtiges gesagt. Ich finde den Schnitt von Tomarys Videos immer gut. Ich finde Tomarys Videos an sich immer verdammt gut. Also, unterschreibe ich so. Tomary hat immer Top-Videos, super sympathischer Kerl, klasse Videos, ich mag dem seinen Content einfach. Ne? Ich habe den gar nicht abonniert, ne? Wie ehrenlos bin ich eigentlich? Komm mal hier, abonnieren, Glocke an und Daumen hoch geben. Ja, Ehre, sehr cooles Video von Tomary. Ich poste den Link jetzt einfach mal in den Chat. Lass Tomary doch mal einen Gruß von der RGB-Army da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.